So, hallo und herzlich willkommen jetzt zum zweiten Let's Test. Und diesmal spielen wir den Euro Truck Simulator 2. Ja, das letzte Spiel war ja nicht so der Kracher. Und das Spiel habe ich jetzt bei Steam gesehen, da gab es 10% Rabatt drauf. Und ich dachte mir, der erste Teil soll ja ganz gut gewesen sein. Und habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus als Let's Test. Ich habe nur mal kurz ein Profil erstellt, um die Grafik einzustellen. Und ja, wir nehmen einfach mal ein neues Profil. So, Name. Da will ich mich auch jedes Mal vertippen. So, Bild. Gott, welchen nehmen wir da? Sehen alles aus Penner. Ohne Spaß, die sehen alle aus wie Penner. Aber der sieht am meisten aus wie so ein... Ja. Ah, nehmen wir einfach den. So, was haben wir denn da alles? Ach so, das sind die Trucks. Nehmen wir einfach mal MAN, das ist die einzige Firma, die ich so richtig kenne. Und unser Symbol. Ja, so ein paar Pfeile passen doch. Firmenname. Tani GmbH. Da schreibt man zwar, glaube ich, nicht so, aber. Ja, Deutsch passt schon. Europa ist das Einzige, was man wählen kann. So. Tastatur, was anderes habe ich nicht. Einfache Automatik ist, glaube ich, besser. Heimatstadt. Warum ist der Österreich ausgewählt? Oh, nehmen wir mal Köln, das ist gleich fast in der Nähe. Ja, Köln ist gleich besser. So, außer bestätigen. Ja, ich glaube, Tutorial wäre hilfreich. So, mal wieder der hübsche Ladescreen, wo immer irgendwelche Stellen geladen werden. Das ist zum Beispiel in Frankreich, schätze ich mal. Ah, da hinten ist der Dom. Irgendwas anderes in Köln. Ja, wir kommen im Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Das Fahren eines LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Oh. Dein Job ist die sichere Lieferung einer Ladung. Äpfel für Euro-Goodies. Entladestelle in Düsseldorf. Dein Arbeitgeber hatte ich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen, was auch immer das ist, tragen. Enttäusche niemanden und sei pünktlich. Ja, ich habe ja schon extra Düsseldorf gewählt, weil es am kürzesten ist. So, eh um den Motor zu starten. Okay. Ah, das ist ja, glaube ich, also in der Ansicht. Ah, die Perspektive sieht doch nicht schlecht aus. Lieferung fest. Benutze F1. Okay. So, das. Alles richtig eingestellt und betriebsbereit. Ich habe zwar nichts gemacht, aber. Das ist egal. Hui. Und jetzt. Ach so, jetzt kann ich losfahren. Okay, wo geht's hin? Nach dem Navigationssystem geht's da irgendwo nach rechts. Oh, da ist aber ein Gebäude. Ach so, da. Ja. Ah, da geht's lang.
glaube ich. Oh, ich glaube, war glaube doch keine so gute Idee. Jetzt sind wir ein bisschen falsch. Aber nur ein bisschen. Boah, jetzt hätte ich fast das an, den anderen Anhänger gerammt. Ja, gib Gas. Und du schaffst das, Bulli. Ich glaube an dich. Also. Das fällt immer wieder in das gleiche Teil rein. Da kommen jetzt Verkaufe, Kurve, Kurve. So. Ja, irgendwo da geht es, glaube ich, raus. Alter, da ist ja schon die Fabrik ein halbes Labyrinth. Aber wir haben da ein cooles altes Handy in unserem LKW drin hängen. Aber irgendwie spielt sich das Spiel doch ein bisschen ruckelig. Ja, da. Abbiegen. Also die Autotexturen sind jetzt, ja nachher nicht wirklich so toll. Und über die anderen Texturen, naja, eigentlich auch nicht wirklich so beeindruckend, wenn man sich gewählt ausdrückt. So, wir müssen jetzt da vorne irgendwo links abbiegen. Hier. Und dann fahren wir halt mal nach Düsseldorf oder so. Also spielerische Aspekte bringt das Spiel bestimmt ein paar mit sich, die ganz toll sein könnten, aber ich denke so fürs Dauersuchten wird das Spiel wohl eher nicht sein. Oh, jetzt haben wir eine rote Ampel überfahren, aber das ist jetzt mal scheißegal. Die Landschaft hat immerhin ein paar Objekte, wobei man das natürlich von einem Spiel auch erwarten muss. Und ja, dann schauen wir uns das Spiel einfach mal weiterhin an. So, bis jetzt geht es eigentlich noch so vom Spielerischen, da scheint eine Ampel zu kommen. Oh, da haben wir gescheit Bremse. Ups. Also müssen wir abbiegen, das hätte ich jetzt total verpennt. Quatsch. Ja, komm, gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Ja, schnell. Gas. Was passiert eigentlich, wenn ich telefonieren will, wenn ich F7 drücke? Ach so, das ist Abschleppdienstruf. Oh, das sind ja Autos. Schaden vom Anhänger 2% und vom Fahrzeug 12%. Ist ja noch gar nicht so viel, wie ich dachte. Gut, dann wir transportieren Äpfel. So, was haben wir denn da? Duisburg und Düsseldorf. Ja, da fahren wir doch mal weiter. Eine Tankstelle in 200 Metern. Ach, wir haben da auch so ein kleines Navi in unserem Radio drin. Tanken wir doch mal. Müssen wir jetzt aussteigen? Ach so, nö. Wir können sitzen bleiben. Und so, dann tanken wir halt mal voll. Ja. Ist nicht möglich. Abbrechen ihres ersten Auftrags nicht möglich. Dafür hätte auch niemand Verständnis. Ach so, bin ich jetzt auf Abbrechen gekommen. Egal. Ihre Kraftstoffkosten war irgendwas mit, was ich nicht gelesen habe. Überholverbot. Tja. Ah, wir haben einen anderen LKW-Fahrer gesehen. Aber ich kann auch hupen. Das hört sich aber eher an wie eine summende Biene.
Ja, hört sich wirklich so an. Wir sind ein fleißiges Bienchen. Wir bringen Äpfel nach Düsseldorf. Summ, summ. Brumm, brumm. Leute, jetzt hört es gar nicht mehr auf. Achso, ja, jetzt. Halt. Bremst mal. Ich muss mal kurz was in den Steuerungen schauen. So, ja, bla. Achso, Radio. Warte. Radio, was ist das? Ach, es gibt einen Radio-Stream. Achso, da kann man Radios hören, echt hören. Hitradio E3. Europa 2. Jetzt hängt's. Hitradio E3. Okay. Boah, das ist Österreichs bester Musikmix. So kann man Radio einstellen. Naja, das braucht ja eigentlich kein Mensch. Wir wollen uns ja auf das Spiel konzentrieren und nicht auf den Radio. So. Erster Aufenthalt in Düsseldorf. Was, wir sind jetzt schon in Düsseldorf? Ist ja nicht arg weit. Ja, ist immer gut, dass es nicht zu weit ist. So, nur eine ganz kurze Unterbrechung. So, bis dann. So, jetzt haben wir... Boah, da kommt der... Ups. So überholen die Profis. Ja, komm, geh auf die Seite. Ja, eigentlich habe ich in den Berichten von Tests von unserem anderen Spiel gehört, das in Amerika ist, was ich übrigens viel geiler fände, wo es auch irgendwie Verfolgungsjagden mit der Polizei gibt und sowas. So ein Aspekt wäre jetzt eigentlich in dem Spiel gar nicht mal so scheiße. Ja, gar nicht mal so scheiße. Gar nicht mal so schlecht. Was soll mal von der Polizei wegracen? Das wäre... Fahre auf das Betriebsgelände und finde die. Ja, so viel Bock habe ich nicht zu lesen. Kurve. Ja, ein bisschen gestreift. Da kann ich eine andere Ansicht wählen. Was haben wir da noch? Die Ansicht. Was haben wir da noch? Ah, die ist doch da noch. Und jetzt? So, ja, die. Jetzt muss ich da reinfahren. Schön reinparken. Jetzt Gas geben. Alter Lenker, grad Mann. Irgendwie komme ich mit der Steuerung nicht zurecht. So, aber jetzt. Ta-ta-ta. Fast. Ja, komm, fahr rückwärts. Jetzt aber. Jetzt. Also von hier oben gesehen ist das eigentlich eine ziemliche Scheißgrafik. Ja, warum geht es jetzt halt? Mach eine Wende. Fahr mit dem Auflieger rückwärts. Was? Wie geht das Auto?
automatisches Einparken. Wie geht es? Um das Überspringen. Achso, ja. Einfach. Zurückgelegte Strecke 46 Kilometer. Dauer 1 Stunde und 6 Minuten. Aber nur im Spiel oder was? Braucht der Kraftstoff 23,6 Liter. Basisvergütung 646 Euro. Kontostand 46 EP. Abzug für Schäden 4%. Minus 562 Euro minus 6. Also ziehen wir mal ganze EP wieder ab. Das ist doch mal. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben auch eine Autobahn, der Flughafen. Dies ist eine Firmenzentrale, das ist ein Schrottplatz. Am Arsch. Es ist eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Ja, da werde ich nicht drauf kommen, dass ich noch keine Fahrzeuge habe. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so wirst du dich frei bewegen können und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Okay. Jo, das war jetzt eigentlich der erste, wie sage ich jetzt, Eindruck ins Spiel. Und ja, ihr seht schon, man hat da schon ein paar ganz tolle Aufträge. Und ich denke, für den ersten Eindruck müsste das reichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall war es mir wie immer eine Freude, euch das Ganze zu präsentieren. Ich konnte heute leider nicht ganz so toll reden, weil ich etwas Halsweh habe. Aber das ist ja egal, das stört uns ja nicht. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Video wieder. Bitte abonniert mich, oder von mir aus auch nicht. Macht, was ihr auch immer wollt, aber wenn ihr mich abonniert, dann bekommt ihr immer die neuesten News. Und ja, wir sehen uns hoffentlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.